Das Highlight dieser Hobelbank ist ihre extrem leichtgängige und schnell verstellbare Vorderzange. Durch das schwere, massive Handrad erreichen Sie schon mit geringem Schwung enorme Spannweiten. Der Wechsel von unterschiedlich dicken Werkstücken ist auf diese Weise in Sekundenschnelle erledigt und die Spannkraft ist bereits in der Grundstellung für die meisten Arbeiten völlig ausreichend. Mit nur einer weiteren Viertelumdrehung des Handrads erreichen Sie dann eine derart hohe Spannkraft, die auch einem Gewicht von 75 kg problemlos standhält. Das Lösen und Einspannen der Werkstücke geht ohne jede Kraftanstrengung. Und es ist wirklich beeindruckend, wie geschmeidig sich die Vorderzange mit dem Handrad in Bewegung setzt. Ein weiterer Vorteil dieser Vorderzange ist die enorme Spannweite von bis zu 220 mm, die Sie in weniger als 10 Sekunden komplett geschlossen haben. Aber auch die Spannhöhe von sagenhaften 270 mm stellt jede andere Vorderzange deutlich in den Schatten. Nicht weniger spektakulär ist aber auch die hier verbaute Hinterzange. Sie ist genauso leichtgängig und besitzt ebenfalls ein massives Handrad. Das ist zwar kleiner und entwickelt nicht ganz so viel Schwung, trotzdem gelingt auch hier der Wechsel zwischen unterschiedlich breiten Werkstücken in wenigen Sekunden. Und das ohne auch nur den geringsten Kraftaufwand und mit einer enormen Spannkraft. Der integrierte Bankknecht und die große Ablagefläche sind weitere sinnvolle Details dieser Hobelbank, auf die Sie schon nach kurzer Zeit ganz sicher nicht mehr verzichten wollen. Die in der Mitte geteilte Bankplatte ist eine weitere Besonderheit dieser Hobelbank. Dort lässt sich ein 40 mm schmales Brett einstecken, das dann bündig mit der Plattenfläche abschließt und zur Aufnahme von Handwerkzeugen dient. Wenn Sie das Brett umgedreht in den Plattenschlitz stecken, steht die Kante etwa 15 mm aus der Bankplatte heraus. Diesen Überstand können Sie dann als Hobel oder Sägestopp oder einfach nur zum Abstellen von Handhobeln benutzen. Wird das Brett komplett entfernt, können Sie in den Plattenschlitz auch Zwingen einsetzen und so problemlos Werkstücke und Hilfsmittel mitten auf der Platte fixieren. Für die 19 mm Löcher in der Bankplatte und des Bankknechts gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Spannelemente, mit denen Sie für nahezu jede Spannsituation bestens gerüstet sind.
Nachdem Sie nun die Funktionen dieser wunderschönen Hobelbank kennengelernt haben, dürfen natürlich auch ein paar praktische Anwendungen nicht fehlen. Denn egal, ob Sie mit Hand- oder Elektrowerkzeugen Ihr Holz bearbeiten, diese Robo-Hobelbank ist die perfekte Grundlage dafür. Wenn Sie nach getaner Arbeit eine kleine Ruhepause benötigen, dann ist diese Hobelbank auch dafür genau der richtige Platz. Und sie bietet Ihnen ganz sicher süße Holzwerkerträume mit inspirierenden Ideen.